Ja, Leute, und hier ist das gute Stück. Herzlich willkommen bei Gärtnern für Dummies Cube Tutorial. Legen wir mal los. Als erstes scramblen wir das Ding mal. Das heißt also, wir würfeln ihn mal durcheinander, dass er einfach in irgendeiner Form ist, so wie es bei euch auch ist. Ihr habt das Teil, der liegt hier irgendwo, hier vielleicht für die, die sagen, es ist zu einfach so. Hier ist alles durcheinander. Das Ganze werde ich euch jetzt, wie gesagt, in 7 Schritten erklären. Diese 7 Schritte funktionieren so. Man bildet als erstes hier unten ein weißes Kreuz. Danach macht man die erste Fläche fertig. Danach füllen wir die zweite Fläche aus. Oben den Teller. Und dann ordnen wir die Steine an. Und dann ist der Würfel im Prinzip gelöst. Ich empfehle euch, wenn ihr das nachmacht und übt, wenn ihr das wirklich können wollt in Zukunft, müsst ihr das so machen, die einzelnen Schritte nacheinander üben, das Video am besten dann stacken und wieder an der Stelle einfach weitermachen, wenn ihr das könnt. Das heißt also, wir starten einfach mal. Man sucht sich bei dem Würfel einfach die weiße Steinstelle, wo der Mittelstein ist. Bei einem 3x3 ist es nämlich so, die Mittelsteine sind fest. Egal wie ihr das Ding dreht, die bleiben immer nebeneinander. Blau wird immer neben weiß sein, genauso wie grün immer gegenüber von blau und so weiter. Von daher macht euch da nicht so viel Stress, sucht euch einfach eine Seite aus von der Farbe her, die ihr gut findet. Ich empfehle immer weiß, weil die einfach am auffälligsten ist. Und das erste, was ihr macht, ist, ihr stellt weiß nach unten. Also hier, weißer Punkt auf dem Boden. Und jetzt bilden wir das weiße Kreuz. Das heißt also so, am Ende habt ihr ein weißes Kreuz, wenn wir fertig sind. Und das macht ihr, indem ihr die Ecksteine sucht. Das heißt also, beziehungsweise die Kantensteine. Das sind Kantensteine, das ist ein Eckstein. Ihr sucht jetzt 4, es gibt auch nur 4, 4 Kantensteine, wo halt weiß mit bei ist. In diesem Falle ne, sind die hier direkt, da ist einer, der weiß-orange, hier ist der blau-weiße, grün-weiße und hier irgendwo muss ja noch einer sein. Da haben wir den rot-weißen. Und was ihr jetzt macht, ihr bringt die alle zu dem gelben Punkt hoch. Das heißt also, als erstes macht das ganz einfach, der, um den zum gelben Punkt zu bringen, dreht ihr einfach die rechte Seite hoch. Er ist oben. Bei diesem hier genauso einfach hoch, er ist auch oben. So, jetzt müsst ihr den so hinkriegen, dass das Weiße nach oben zeigt. Wie machen wir das? Jetzt hochdrehen oder so geht ja nicht. Also drehen wir ihn erstmal zur Seite. Und wenn wir ihn jetzt hochkippen, würde er ja hier hinkommen. Und wir hätten ihn oben, aber dann würden wir den ja wieder wegdrehen. Also drehen wir den sozusagen oben einen weiter, um ihn in eine sichere Position zu kriegen. Und drehen ihn dann auch hoch. Jetzt haben wir schon 3 oben. Jetzt suchen wir noch eben wieder den letzten. Wo haben wir ihn? Da. Um den nach oben zu kriegen. An diese Stelle. Hier oben können wir ja drehen, wie wir wollen. Dann machen wir nie was kaputt. Ist es so, drehen wir den erstmal unter die Stelle, wo kein Stein ist. Damit wir hier sicher drehen können. Wenn er jetzt seitlich schon wäre, könnte man einfach hochdrehen. Dann ne? Wieder freie Stelle und hoch. Aber hier machen wir es jetzt so, wir kippen ihn zur Seite. Hier ist der Stein, den wir brauchen. Hier sind die 3. Jetzt müssen wir den wieder hochkippen. So würde ja keinen Sinn machen. Sieht man ja, ne? Dann wäre weiß nicht oben. Also müssen wir ihn so hochkippen. Und damit der nicht kaputt geht, drehen wir ihn oben wieder weiter, dass die Stelle frei ist. Und jetzt haben wir hier unsere 4 Punkte oben. Hier unten ist der weiße und bei dem gelben haben wir es. Jetzt machen wir es ganz einfach. Die Steine können sich ja nicht vertauschen. Wie gesagt, die sind immer an derselben Stelle. Jetzt suchen wir uns einfach den Stein, der zu der Mitte passt. Grün passt nicht. Ein weiter. Rot passt auch nicht. Orange, da ist er. Und dann drehen wir diesen Stein um 180 Grad. Und wenn wir unten mal drunter gucken, jetzt ist er bei der weißen Stelle und er passt auch schon mit dem Eckstein, mit dem Mittelstein überein. Dasselbe machen wir jetzt weiter. Orange haben wir, jetzt drehen wir den einfach weiter. Grün. So, jetzt drehe ich hier oben den Teller so lang, bis der grüne Stein kommt. Da ist der grün-weiße. Und drehe diesen wieder um 180 Grad und siehe da, er passt zusammen. Ich drehe ihn also weiter. Rote Stelle, drehe oben wieder so lange, bis ich den rot-weißen Stein über ihn habe. Und wieder eine 180 Grad Drehung. Und schon haben wir den nächsten eingefügt. Und dann bleibt der letzte blaue noch über. Da ist er. Ich könnte natürlich, ne? Jetzt gucke ich wieder durch. Bis er passt und drehe diesen wieder um 180 Grad. Und schon haben wir die erste Stufe
vom Lösungsweg erreicht. Wir haben das untere weiße Kreuz fertig mit den passenden Mittelsteinen dazu. Und das war auch schon der erste Abschnitt und der erste Schnitt. Das könnt ihr einfach üben. Sprich nochmal zusammengefasst. Weißer Punkt zeigt nach unten. Ihr legt euch die weißfarbigen Ecksteine, also ne, ein weißer Punkt, ein anderer. Es gibt jetzt auch keinen, wenn man den ganzen Würfel jetzt durchsucht, es gibt keinen Mittelstein mehr, der weiß ist und einen farbigen da beinhaltet. Die sind jetzt alle andersfarbig, weil es gibt jeden Kantenstein, gibt es halt viermal mit jeder Farbe einmal. Die sind jetzt hier unten verbaut. Das heißt, diese gesamte obere Ebene ist frei von zweieckigen Steinen mit Weiß. Die richtigen Ecksteine mit Weiß, mit drei Seiten, die gibt es natürlich noch. Aber das ist jetzt der nächste Schritt. Die bauen wir jetzt hier in die passenden Ecken ein. Und dann geht es zu Schritt 2. Aber erstmal bis hierhin üben, damit ihr das sicher könnt. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Schritt. Erster Schritt war ja, das weiße Kreuz mit den passenden Mittelsteinen zu konstruieren. Das haben wir gemacht. Und jetzt geht es weiter. Jetzt geht es darum, alle weißen Ecksteine, sprich so wie dieser hier, in die passende Position bringen, damit der untere Layer, so nennt man diesen unteren Kranz, diesen hier, damit der fertig ist. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Es sind drei Züge, die man dazu ausführt, mit manchmal einem Zwischenschritt. Aber wir machen hier wirklich die ganz einfache Methode. Das heißt, ich zeige euch wirklich die einfachste Version, diesen Würfel zu lösen. Fangen wir einfach mal an. Wir suchen uns einen Stein raus. Es gibt drei Möglichkeiten, wie der Stein liegen kann. Einmal, wenn wir jetzt hier diese Ecke wollen wir ausfüllen. Sie ist rot und grün. Das heißt, wir brauchen den Eckstein, der auch, wie hier es passt, ne, grün und rot beinhaltet und halt weiß für unten. Wenn wir jetzt den so hätten, würde blau, rot, weiß sein. Der würde hier jetzt nicht zwischenpassen. Dann müssten wir einfach gucken. Rot und blau, hier ist die rote Ecke, da ist die blaue Ecke. Das heißt, den würden wir dann jetzt hier so drüber führen, damit er da reinpasst. So macht ihr das eigentlich immer, wenn ihr jetzt, ihr sucht die Ecke, die ihr einsetzen wollt, die beiden Farben, die dazwischen sind, sucht hier oben an dem Stein, ne, da, das ist jetzt blau-orange, auch egal wie die zeigen, blau-orange, der würde also hier rein müssen, ne, zwischen die Ecke und hier zwischen orange und grün müsste man halt den grün-orangen hinlegen, der hier unten schon drin ist. Den holt man dann raus, aber das erkläre ich euch gleich. So, suchen wir uns immer mal den einfachsten Weg. Es gibt jetzt drei Formen, wie dieser Stein sein kann. Erstmal, er ist irgendwo natürlich. Wir suchen uns rot-blau, also den rot-blauen Stein, den haben wir hier. Den stellen wir einfach da drüber, weil da unten wollen wir ihn einbauen. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Einmal, wenn ihr den Würfel so haltet, dass praktisch die Ecke, wo ihr es einsetzen wollt, rechts unten ist. Dann gibt es die Möglichkeit, der weiße Stein guckt bereits nach rechts. Der weiße Stein guckt nach vorne oder der weiße Stein guckt nach oben. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr in allen drei Fällen das Ganze einbaut. Ihr braucht drei einfache Schritte. Die müsst ihr euch jetzt sozusagen merken. Und das ist, ihr packt das Ding so an. Der Rest hier, die anderen zwei Layer werden einfach festgehalten. Und jetzt dreht ihr die rechte Seite, wenn der weiße Stein nach rechts bereits zeigt. Rechte Seite hoch. Zieht mit dem Zeigefinger, dann seht ihr schon, das Weiße fügt hier zusammen und wieder runter. Und schon habt ihr den Stein passend eingesetzt. Ich zeige es euch nochmal. Ihr legt den Stein rüber, der weiße Punkt zeigt nach rechts, dann macht ihr es so, dass rechts unten soll er eingebaut werden, rechts oben ist der Stein. Ihr kippt die rechte Seite einmal hoch, zieht an der oberen Seite mit dem Zeigefinger den Punkt zu euch, sodass ihr auch seht, die beiden Weißen verbinden sich und das Ganze rechts wieder runter und schon ist derjenige eingesetzt. Das ist Stufe 1, sprich Weißer zeigt nach da. Wir machen einfach mal weiter. Ich nehme die nächste Kante. Gucken wir mal eben hier. Haben wir denselben Fall. Wir haben orange-blau, wir haben hier blau-grün, also falsche Ecke. So, dann bringen wir ihn zu der richtigen Ecke hin. Orange-blau, orange-blau. Wie rum das da ist, das ist total egal. Wichtig ist nur, dass er über der richtigen Ecke ist, wo er einsetzen gewährt werden soll. So,
Und dann macht er das Ganze wie eben auch. Ihr macht hoch, rüber, runter. Jetzt stellt ihr fest, oh, das passt nicht, weil er ja nach oben guckte, passt hoch, rüber, runter nicht. Ist nicht schlimm. Ihr dreht ihn also wieder hoch, drückt ihn ein weiter, wieder runter reparieren, ne, dass das wieder heil ist. Und dann zieht ihr einmal mit links, weil jetzt ist ja der richtige Stein nicht mehr über der richtigen Ecke. Ihr habt ihn ja einen weitergeschoben, müsst ihn wieder zurück zu der Ecke bringen, dass er wieder hier ist. Und wie ihr seht, ihr habt wieder den ersten Fall. Hoch, rüber, runter. Das heißt, alles, was ihr euch merken müsst, ist hoch, rüber, runter. Und wenn es nicht passt, wieder hoch, einen wieder rüber und runter. Und dann immer wieder den Stein an die richtige Position bringen. Wir machen mal weiter. Wir haben hier denselben Fall nochmal. Kann ich euch das nochmal zeigen. Rot, gelb, rot-grün. Rot-grün passt auch. Der Stein ist ja richtig, aber er zeigt wieder nach oben und nicht nach rechts. Das heißt, wir machen aber trotzdem wieder die Seite nehmen, wo er rein soll. Kippen sie hoch, rüber, runter. Stellen fest, es passt nicht. Hoch, rüber, runter. Dann den Stein wieder zurück an die Stelle, dass er dazwischen passt. Und wieder, wie eben gelernt, hoch, rüber, runter. Im Prinzip dreimal hoch, rüber, runter mit einmal Stein zurück. Das führt ihr ein paar Mal aus und dann ist das kinderleicht. Ja, der letzte Stein fehlt noch. Den haben wir hier. Den haben wir jetzt schon eingebaut, wie ihr seht. Den müssen wir jetzt rausholen, ohne den Rest natürlich kaputt zu machen. Aber das funktioniert genauso. Wir haben ja eben gelernt, wir halten den Stein, da unten ist er, da muss er hin. Hoch, rüber, runter. Alles ist heile geblieben, der Stein ist rausgekommen. Wir tun den Stein wieder über die Ecke, wo er rein soll. Wir haben wieder den Fall, dass er nach rechts guckt. Und wir machen wieder hoch, rüber, runter. Und schon haben wir alle unsere Steine eingebaut und der untere Layer ist fertig. Jetzt zeige ich euch noch eben den Fall. Wir hatten ja jetzt Stein guckt nach oben. Da macht man im Prinzip dreimal hoch, rüber, runter. Der Stein guckte zur Seite. Dann habt ihr einfach nur hoch, rüber, runter gemacht. Und jetzt gibt es ja noch den Fall, dass der Stein einen anguckt. Also wenn man die Ecke hat, hier soll er ein. Und dann guckt er, weist er das hier rein. Das verursache ich mal eben und dann zeige ich euch das auch noch mal kurz. So, und da haben wir den Fall. Wir haben unsere Ecke. Alles ist soweit fertig. Und jetzt kann auch der Fall auftreten, dass wenn wir den richtigen Stein über die richtige Ecke packen, er nicht nach rechts guckt, wo wir halt hoch, rüber, runter machen würden. Ne? Oder er guckt nach oben, wo wir sozusagen dreimal hoch, rüber, runter machen müssen, bis er dann passt. Sondern der Stein guckt uns an. Wenn wir diesen Fall haben, ist es genauso wie eben. Man kann ihn entweder lösen, indem man auch weiterhin hoch, rüber, runter macht mit der rechten Hand. Sprich hoch, rüber, runter, er passt halt nicht, wieder hoch, rüber, runter, den Stein wieder zur richtigen Stelle zurückschieben. Wir haben Fall 2 verursacht, wo der nach oben guckt, hoch, rüber, runter, passt immer noch nicht, hoch, rüber, runter, wieder den Stein über die richtige Ecke. Wir haben den ersten Fall hoch, rüber, runter und er ist drin. Das Ganze fertig. Also im Prinzip einmal hoch, rüber, runter, wenn er nach da guckt, dreimal, wenn er so guckt. Und wenn er einen anguckt, müsste man es 5-mal machen. Das kann man aber auch ein bisschen beschleunigen. Wenn wir jetzt den Fall haben, dass uns der Stein anguckt, anstatt mit der rechten Hand 5-mal das Ganze zu machen, um ihn da reinzukriegen, können wir auch einfach sagen, okay, der Stein guckt uns an, er ist über der richtigen Ecke, grün-rot, grün-rot, dann drehen wir ihn doch einfach um 190 Grad, dass das Ganze links ist. Ne, sonst war er immer rechts, und wenn wir mit rechts hoch, rüber, runter. Jetzt machen wir das Ganze einfach mit links. Der Stein ist links, er muss links nach unten rein. Wir nehmen die linke Hand und machen genau dasselbe. Hoch, Zeigefinger ziehen, rüber, runter. Und schon ist er drin. Dann sparen wir uns 5-mal das Ganze mit der rechten Hand und machen es nur einmal mit der linken Hand. Und jetzt habt ihr den ersten Kranz unten komplett gelöst. Und das war der zweite Schritt. Das sollte man einfach ein bisschen üben. Aber im Prinzip ist es nicht mehr als hoch, rüber, runter, entweder, wenn er einen anguckt, mit links gemacht, dann ist er drin. Oder halt das Ganze mit der rechten Hand hoch, rüber, runter, bis es passt. Es passt nicht. Einfach nochmal machen, der Stein ist nicht mehr an der richtigen Stelle. Wieder über die richtige Stelle bringen, hoch, rüber, runter. Er passt wieder nicht. Wieder einfach über die richtige Stelle bringen.
Und das macht ihr so lange, bis er da wieder drin sitzt. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Nochmal schnell zusammengefasst. Der Stein guckt nach rechts. Wir machen hoch, rüber, runter mit der rechten Hand. Der Stein guckt einen an. Wir drehen den Würfel und machen das Ganze mit der linken Hand. Hoch, rüber, runter und er ist drin. Oder der dritte Fall. Er guckt nach oben. Dann müssen wir halt dreimal das mit der rechten Hand machen. Also sprich hoch, rüber, runter. Er passt nicht. Wir stellen dann ja fest, ne, der Weiße guckt nach da oder da. Einfach nochmal hoch, wieder zur richtigen Stelle und wieder hoch, rüber, runter. Diese drei einfachen Schritte kann man sich ja merken und dann haben wir den unteren fertig. So, und im nächsten Schritt zeige ich euch, wie man diese Kantensteine, wie hier schon einer richtig sitzt, einbaut, damit ihr die unteren beiden Ebenen fertig habt. So, kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Wir haben in den ersten Schritt das Kreuz gemacht, im zweiten die Ecken eingefüllt und haben den unteren Layer fertig. Jetzt geht es weiter. Wir müssen die Kanten hier einfügen, damit das Ganze auch komplett wird. Dazu benutzen wir einen kleinen Algorithmus. Der besteht im Prinzip aus 2x4 Zügen, aber die sind auch sehr, sehr einfach. Und die zeige ich euch jetzt. Als erstes sucht ihr euch oben auf der oberen gelben Kante mit dem auf der gelben Seite mit dem gelben Mittelstein, sucht ihr euch einfach einen Stein aus, der kein Gelb beinhaltet. Das heißt also hier der Kantenstein, es geht wieder nur um die auf der Kreuzebene liegenden. Der hat einen gelben, geht nicht. Der hat keinen gelben und dieser auch nicht. Mit welchem ihr anfangt, ist total egal, aber sucht euch einfach einen raus, der keinen gelben beinhaltet. Ich nehme jetzt einfach mal den. Und was ihr da macht, ist, ihr fügt den Stein über den passenden Mittenstein. Das heißt also, der ist jetzt rot, blau, passt nicht. Jetzt müssen wir gucken. Orange passt immer noch nicht. Grün passt immer noch nicht. Rot passt. Wunderbar. So, jetzt ist dieser Stein über der richtigen Stelle schon mal und jetzt kann er nur noch links oder rechts, beziehungsweise umgedreht, rechts oder links, eingebaut werden. Und das Ganze schaut ihr jetzt einfach nach. Er ist grün-rot. Rot ist klar, muss auf diese Seite und die andere Seite ist grün. Jetzt guckt ihr mal, hier ist grün, da ist blau, also muss er auf diese Seite. Der Stein wird praktisch so gekippt, ich sag mal auf Deutsch gesagt, so sitzt er dann hinterher hier an der passenden Stelle. So, wie stellen wir das jetzt an, dass wir den Stein in die richtige Stelle kriegen? Dazu machen wir das Ganze so. Es funktioniert mit einer kleinen Geschichte, die man sich einfach merkt, damit die Züge sozusagen besser in den Kopf gehen. So habe ich es mir auch gemerkt. Das ist relativ einfach und zwar, das hier nennen wir ab jetzt das Ziel. Also das ist die Stelle, wo der Stein rein soll, ist unser Ziel. Wir stellen den Stein über den passenden Mittelstein, wo wir ihn haben und der muss jetzt rechts eingesetzt werden. In diesem Fall ist es so, der obere Layer, wo der Stein drauf ist, den wir einsetzen möchten, wird erstmal vom Ziel weggedreht. Das heißt, es geht los, oben, von oben nach unten praktisch, oben. Hier ist das Ziel ist rechts, also drehen wir den Stein nach links, jetzt weg. Plupp, der ist also jetzt hier an der Seite. Wenn wir ihn weggedreht haben, dann kommt das Ziel hoch. Das Ziel ist ja hier, hier soll er rein, zwischen grün und rot. Das Ziel kommt hoch, das heißt also, dieser Stein ist ja unser Ziel, kommt hoch, wir drehen ihn nach oben. Er ist dort. Liegen die beiden sich praktisch gegenüber. Dann zurück zum Ziel. Wir haben im ersten Schritt vom Ziel weggedreht, jetzt drehen wir zum Ziel zurück. Ihn wieder über die passende Position. Dann haben wir ja gesagt, das Ziel kommt hoch, jetzt kommt das Ziel wieder runter. Und jetzt haben wir schon die beiden Steine verbunden. Wie man hier sieht, der weiße Stein, der Scheinwerfer sozusagen, von diesem Pärchen. Das sind die ersten vier Schritte. Also praktisch, das Ziel geht weg, das Ziel kommt hoch, zurück zum Ziel, das Ziel kommt wieder runter und dann haben wir hier diesen Doppelblock gebildet. Jetzt kommt die nächste Abfolge, die nächsten vier setzen sich so zusammen. Wir gucken hier wieder drauf. Hier ist wieder unser Links. Da soll er ja rein. Jetzt haben wir hier den Stein praktisch rausgeholt. Ne? Weil diese Ecke ist ja jetzt diese doppelte und dieses Doppelteil muss ja jetzt hier rein. Das funktioniert so. Das Teil mit dem Scheinwerfer, also mit der weißen Fläche, auf dem oberen Layer geht nach hinten. Das heißt also praktisch, das Doppelpärchen fährt nach hinten weg. Da muss er hier rein. Hier zwischen. Wenn es nach hinten weggefahren ist, nehmen wir die
hintere, also die vordere Ebene, wo das Doppelpärchen, was hier das nicht mit drauf ist, und drehen es zu der Seite hoch, wo es rein soll. Das heißt also, die Kante soll ja hinterher mit denen gefüllt werden. Das heißt, wir drehen diese Seite hoch. Jetzt sieht man es vielleicht schon. Jetzt muss dieses Doppelpärchen, weil hier die weiße Seite hochgekommen ist, zurück. Und wir setzen das Ganze wieder nach unten hin ein und haben so das Ganze eingesetzt. Ich zeige das nochmal bei der nächsten Ecke. Wir haben wieder oben die gelben Steine, die wir nicht brauchen. Und hier haben wir ja unseren Einfall, der passt. Wir bringen also wieder das Ganze über die richtige Seite. Orange, orange, blau. Wir gucken. Grün, hier ist also nicht richtig. Blau, hier ist richtig. Alles klar. So, und jetzt kommt wieder dieselbe Sache. Hier ist unser Ziel, da ist unser Stein. Als erstes vom Ziel weg. Das Ziel kommt hoch. Wir drehen, die beiden liegen diagonal gegenüber. Wir drehen das Ziel zurück, fügen also das hier wieder zusammen. Das, was wir eben hochgetan haben, unser Ziel, kommt wieder runter. Wir haben das Doppelpärchen gebildet mit dem weißen Scheinwerfer. Wir drehen den weißen Scheinwerfer nach hinten weg. Hier muss er rein. Das heißt also, wir packen die Front und drehen die Seite, wo er rein muss, hoch. Man sieht schon an den Weißen, alles klar, hier weiß und weiß verbinden wir. Das Doppelpärchen fährt zurück. Und jetzt, um es wieder heile zu machen, machen wir die Front wieder zu und wir haben die nächste Ecke eingesetzt. Jetzt haben wir schon zwei Ecken drin und jetzt geht es weiter mit den anderen Ecken. Jetzt kommt ein Sonderfall, der kann zwischendurch mal auftreten. Die Ecken sitzen hier schon drin, das heißt, hier oben habt ihr nur Sachen mit Gelb. Hier sieht man auch, da ist zwar nicht oben gelb, aber hier gelb. Und die könntet ihr nicht einsetzen, weil der richtige Stein ist schon drin. Zwar an der falschen Stelle, so wie hier. Der muss eigentlich auf die Seite und dieser hier muss auf die Seite. Wenn ihr diesen Fall habt, behandelt ihr das Ganze so, wie im ersten Fall auch. Ihr nehmt nur jetzt einen gelben Stein und baut ihn da ein, um diesen rauszuholen. Das heißt, wir haben wieder rechts unser Ziel. Hier ist der Stein, den wir eigentlich nicht brauchen. Wir drehen also wieder unser Ziel weg. Das Ziel, in diesem Fall dieser Stein, den wir rausholen wollen, kommt hoch. Die liegen wieder diagonal gegenüber. Wir bringen das Ziel wieder zurück über den eigentlich passenden Stein. Also eigentlich wäre jetzt hier grün und orange. Aber ne, weil es ja der falsche Stein ist, passt er nicht. Aber die Abfolge ist dasselbe. Dann kommt das Ziel wieder runter. Wir haben wieder hier unseren Doppelstein. Nur da jetzt die Farben nicht passen, weil es ja ein falscher Stein ist, aber es ist dasselbe Prinzip. Wir haben dieses Doppelfahrzeug. Das Ganze geht wieder nach hinten. Hier ist die Ecke, wo er rein soll. Die heben wir wieder an. Fahren unser Doppelfahrzeug, ne, hier sieht man es wieder an den weißen, fahren es wieder zusammen nach unten und schieben das Ganze rein. So, jetzt ist hier der gelbe Stein eingebaut, der hier zwar nicht reingehört, aber was das gemacht hat ist, wir haben hier hinten den Stein, der hier eben drin saß, freigestellt und den können wir jetzt wieder einsetzen. Ja, einsetzen tun wir den wieder, um gleiche Farbe zu suchen. Passt nicht. Blau richtig, rot, hier haben wir rot. Also setzen wir das Ganze ein. Das Ganze funktioniert wieder. Vom Ziel weg, das Ziel kommt hoch, Diagonale wieder zum farbigen zurück. Das Ziel kommt wieder runter. Wir haben unser Auto gebildet mit dem weißen Scheinwerfer. Das fährt wieder nach hinten weg. Hier ist die Ecke, wo er rein soll. Die drehen wir wieder hoch. Unser Doppelpärchen kommt zurück, verbindet sich mit denen und wir reparieren wieder, indem wir das Ganze runterziehen. Und schon haben wir alle Steine soweit drin. Hier ist der letzte noch. Wir gucken wieder oben. Gelb, gelb, gelb. Kein Gelb. Orangene Fläche, also zur orangenen Fläche hin. So. Jetzt gibt es auch einen weiteren Fall. Wir haben ja immer die ganze Zeit das Ganze rechts eingebaut. Jetzt ist es aber so, rechts passt er schon. Hier ist orange und er muss nach links. Es ist genau dasselbe, nur seitenverkehrt. Das heißt, wir haben wieder unser Ziel, diesmal auf der linken Seite anstatt rechts. Und wir haben ja im ersten Fall, wenn wir ihn hier einsetzen wollen, hatten wir das vom Ziel weggedreht, das Ziel hoch, die Diagonale gebildet und so weiter. Und jetzt machen wir das Ganze auf dieser Seite einfach. Das Ziel ist jetzt halt links, also drehen wir den nach rechts weg. Das Ziel kommt auch wieder hoch. Wir haben wieder die Diagonale oben.
Wir bringen unseren Stein wieder zurück zu der Farbe, wo er hingehört. Und wir bringen unser Ziel wieder runter. Haben auch hier das Doppelpärchen mit dem weißen Scheinwerfer, nur jetzt nach links anstatt nach rechts. Da, wo das Weiße hinzeigt, drehen wir den Teller weiter. Hier ist die Ecke, wo er rein soll. Die heben wir an. Wir drehen das Ganze zurück und fügen einfach die Sachen wieder zusammen. Und schon haben wir den nächsten Schritt erledigt. Wir haben die unteren zwei Ebenen geschafft.